Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir, was haben wir nochmal gemacht? Verdammt, ich muss mich echt vorbereiten. Egal. Ich glaube, wir haben Parallelquests gemacht, weil wir machen jetzt mit der Story weiter. Und ja, wir müssten jetzt eigentlich gegen Freezer kämpfen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also, machen wir das mal, halt, bevor ich reingehe. Soll ich vielleicht mal ein paar Sachen hier zeigen? Ich habe 2 Level seit dem letzten Part hochgelevelt und meine Fähigkeiten sind jetzt auch ein bisschen anders. Ich habe jetzt nicht nur die Tastenkombination jetzt ein bisschen geändert. Ich habe, ich glaube, Energieladung gekauft. Das hier ist alles gleich geblieben. Das hier habe ich auch gekauft, Wochenende, damit ich endlich mal eine vernünftige ultimative Fähigkeit habe. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht eingesetzt. Also hoffentlich bringt dies. So, das sind meine Stats. Ich habe eigentlich so geplant, so bis Level 20 zu leveln, weil dann müsste ich ja wieder 3 Punkte bekommen und dann nochmal 3. Okay, dann hätte ich doch nicht alles auf 10. Aber ich will alles so gleichmäßig leveln. Und ja. Was noch? Ausrüstung hat sich nichts geändert, glaube ich. Ja. Machen wir weiter. Ja. In der Story. Bist du bereit? Ja, klar. Dann mal los. Bin auch wieder knapp bei Kasse. Also kann ich mir sowieso nichts mehr holen. Ich habe natürlich wieder nur alle Parallelquests gemacht, aber schon alle Ziele und so hatten. Ich werde mal irgendwie versuchen, alle Ziele hier aufzunehmen. Weil manchmal passieren hier... Oh, er ist schon in der... Ach nee, da ist jetzt wieder eine Vorschau, ne? Die ist abendet hier. もう少し耐えてくれ。頼む。うわ。ダメだ。これ以上負けねえ。 Hat er ihn noch gerettet? Kimi wa nani mon da? Iya, kiku hitsuyou mo nai ka. Sonna boroboro no karada de boku ni katsu ki? Ittai naze konna ni sugu? Freezerは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうか、お気をつけて。Kein Problem, ich mach das schon. Ah, okay. Wir wollen ja nicht, dass das alles so endet. Ich hoffe, man kann auch irgendwann diese Quests so spielen, wenn die so geendet hätten. やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を。見事に打ち砕いてくれました。それにしても、あと一息のところで、ドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまで苔にしたおバカさんたちは。絶対に許さんぞ虫けらどもじわじわとなぶり殺しにしてくれるなんだと Eine Sorge, euer Held ist hier. なんだまだいたのか Los, tritt die Bälle auf den. と目障りな。いいだろう。貴様らまとめて皆殺しだ。Kaiser Freezer, reduziere Freezers TP auf ein bestimmtes Maß. Okay, ich muss nicht auf Vegeta oder so aufpassen. Es geht mir so auf den Nerven nämlich. Wow, zu viert. Oh, komm mal her. Naja.
Wenn ich jetzt Energieladung einsetze, dann kann ich mein Ki aufladen. Geil, ne? Sehr schön. Oh, man, Krillin ist schon leicht tot. Hilfe! Ich muss alle beschützen. Ich dachte, ich muss nicht mehr schätze. Ja, die Klappe, Vegeta. Boah, ich bin auch leicht tot. Hilfe! Hat gefecht die Klappe, Vegeta, der ist schon jetzt stark genug, ey. Ja, irgendwie vergessen wir mal einen Block. Ach, L1, meine Güte. Aha. Sehr gut, Vegeta. Oh Gott! Oh nein. Oh, Todesball, genau. Geh weg damit. Verfolgt er mich immer noch? Nee. Aber oh, Vegeta. Jetzt muss ich mich um den kümmern. Oh Gott. Wahrscheinlich geht der Kampf ja über mehrere Phasen, ne? Und ich krieg voll auf die Fresse. Oh Mann. So komade shinitai ka. Ii daro. Watashi wa ato 3 kai henshin o nokoshite irun desu ga ne. Oh nee. Kimi ni sete aru. Watashi wo honki de okoraseta gokoubi desu. Oh, okay. Überspringt er mal einfach seine Form. Was? Der wollte noch irgendwas sagen, aber... ich habe ja auch meine Probleme. Aua, Piccolo! Frisst das! Oh Mann. Oh Gott. Auch gerade meine Abwehr aufgehoben. Ich brauche eine Energiekapsel. Gut, ist der stark. Bist dich. Oh Gott. Lenk mal kurz ab. Ich mach mal meine Dings hier fertig. Wochenende. Hammer. Sogar. So. Ich bin halt so gut, dass ich mich jetzt aufladen kann. Oh, leck mich! War ja sowas von klar. Mann. Ich krieg das manchmal nicht hin. Ah, sehr gut. Ich habe so eine geile Combo irgendwie herausgefunden. Weil ich krieg die nie hin. Oh, Son Goku, danke. Genau die. Oh nein. Boah. Aua. Oh, nee, nicht schon wieder.
Und ich helfe. Friss das! Wir sind eigentlich am Gewinnen, ja. Okay. Ich muss den ablenken, wenn sie mich auf den Arm nehmen. Oh Mann. Ich muss den echt hier babysitten. Mann! Hilfe! Mich auch nur allein gegen ihn kämpfen. Ich habe Folgendes herausgefunden. Nicht das. Wenn ich das gedrückt halte. Was natürlich jetzt nicht viel bringt. So, ich heile mich nochmal. Kein Bock hier schon wieder alles neu zu machen. Kann euch bei einmal bleiben. So, Goku, beeil dich. Na, ich tue immer zu früh, meine Abwehr. Kann ich auch hier. Man bekommt aber echtes Dragon Ball Z Feeling ja bei den Kämpfen, muss ich sagen. Weil ich mal. Sehr schön. Los, wirf das verdammte Ding. Sehr schön. Geschafft. Sogar mit A. Das lief mal ausnahmsweise sehr gut. Für einen Storykampf. Ich tue mich erstmal aufleveln, ne? Okay, sehr gut. Die zwei Level haben es auf jeden Fall gebracht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich genug Items noch habe. Ich glaube nämlich nicht. Hier. Ja, habe ich noch. Gut. So, Attribute. Ki oder Ausdauer? Machen wir halt so. Stimmt, voll behämmert, aber egal. So. Ja. Ja. Pass auf dich auf. Der ist doch bestimmt tot jetzt. Genki Dama, die klappt doch immer. Das war sehr sarkastisch gemeint, übrigens. Komm schon, die Freezer-Sage schaffen wir in dem Part. Wenn der Kampf, der hat jetzt auch schon in sich. Ah, schön. Oh. Sonda. Piccolo-san! Ippiki mo orazu, ikashite wa kaisan zo! やめろ、フリーザー！
Oh mein Gott. Ist er der legendäre Super Saiyajin? Endlich Super Saiyajin Wut. Sehr schön. Mach den fertig. Keine Sorge, alles okay. お、が。これを連れてさっさと地球へ帰れ。もうしゃさしゃんさんごこ、おら。俺の理想はちょっとでも残っている。ちょっと切るな。うん。はい。ありがとう、お父さん。僕は待ってる。 元気なお父さんの姿を待ってるよ。もう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なのか。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心持ちなのか。激しい怒りによって伝説の戦士スーパーサイヤ人。本国だ。 Sehr schön. Au. Yep. Ja, da passt ihn jetzt gar nicht. Sehr schön. Das war schon? Nee. Weil der Kampf jetzt nur darum zu zeigen, wie stark Son Goku jetzt ist, oder was? Bah. Weiter. Was war das denn jetzt für ein Poser-Kampf? Na, jetzt kommt aber der echte Kampf wahrscheinlich. Muss ja, hat man ja gesehen eigentlich im Intro. Also als wir ganz, ganz am Anfang angefangen haben. Okay, das ist eindeutig. Auf Null reduzieren, das kann ich. Ja. 5分もあれば十分だ。Warte, verdammt, ich wollte jetzt auch ein Kamehameha reinballern. 仲間と共に脱出する。時間稼ぎ。Verdammt. Das ist ein ultimativer Angriff, ehrlich? Sehr schön. Ja, ich bin auch noch da. Also, Krillin meinst du? Ich finde den Angriff so geil jetzt, wo ich das weiß. Na schon, lass dich mal treffen davon. Ach Mann. Oh ne. Wo ist Son Goku? Hilf mir, Geface. Ach Mann, wenn ich dich damit erledigt hätte, ne?
glaube, ich soll jetzt hier noch fertig machen. Mal jetzt sich Son Goku hier gerade zurück oder was? Son Goku, wo bist du? Der hat echt, der ist echt da unten am Schillen, oder? Hey, der steht da einfach nur. Warte, ich mach dich hiermit fertig. Mann! Friss das! Ach man, frag doch mal endlich. Sehr schön. Ah. Geschafft. Ah, schön. Das müsste es ja gewesen sein. Ach, wir sind erst an dem Punkt. Ja, wir wissen ja schon, wie das ausgeht. Oder? In dem Anfang. Ja. でも大丈夫。悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしても、ミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう。あの二人は現れなかった。 邪魔をしたら消す。奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。大戦2は。はい。お疲れ様でした。 Ich habe doch die ganze Arbeit gemacht. Aber naja. あの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。 Den Typen kenne ich auch aus dem Opening. Was hat's mit dem auf sich? Hm. Egal, wir sind ja erstmal fertig. So, sagt er mir schon direkt hier nächste Dingens, die Legende vom Super Saiyajin. Andere Rolle. Mia muss schuld sein. Gehst du auf Zeitpatrouille? Nein. Als nächstes müsste ja eigentlich ja die Cyborg-Saga kommen. Oder Mecha-Freezer. Also entweder Mecha-Freezer oder C19 und 20. So, Guldo. Ich will mal gucken, ob ich was Neues kaufen kann. Habe ich genug Geld? Warte mal, ab aufleveln meine ich. Ableveln. Hm. Bup, bup, bup. Da werden wir jetzt eine ganze Saga wieder beendet. Also nehme ich mal an, jetzt werden wieder neue Sachen hier zur Verfügung stehen, so questmäßig. Wo ich habe ja noch hier die alten. So, ich habe jetzt
diese hier alle gemacht. Und die soll ich auch noch mal irgendwann machen, wahrscheinlich. Weil da habe ich immer noch so blaue Ziele und ich weiß nicht, was bedeutet. Was das bedeutet. Genau wie hier. Habe ich auch noch überall blaue Ziele. Will ich alle am besten hier onscreen machen. Damit wir auch sehen, was passiert. Weil manchmal passieren die auch, manchmal nicht. Also bei den einen Quests, die ich gemacht habe. Manchmal sind irgendwie die Sachen passiert und manchmal nicht. Also die ganzen Bonus-Sachen. Das wundert mich doch ein bisschen. Ja, in der nächsten Folge kommen wieder Parallel-Quests. Würde ich sagen. Ich glaube, danach wieder ein bisschen weiter. Son Gohan, hey, cool. Ich kann von Son Gohan was lernen. Lots Lachs Kleidung. Ah ja, ich habe ja fast gar kein Geld mehr. Von Thales, Green. Das sind immer noch für nicht Saiyajins. Ultimatives Muten Roshi Kostüm. Wie einer von hochrangigen Kampfsportlern getragen wird. Ich finde es schade, dass man hier keine Vorschau hat, wie das aussieht. Ultimatives Muten Roshi Dingens. Ja, ich weiß auch, was ich hier spare anscheinend. Ja, muss ich aber ganz schön viel Geld haben. Ja, Fähigkeiten. Und zum Gohan würde ich ja am liebsten lernen, ehrlich gesagt. Brecherangriff. Löse eine mächtige Explosion, wirft deinen Gegner direkt nach vorne. Nach oben. Kaioken. Okay. Wäre auch nicht schlecht. Okay, dann würde ich sagen, ich beende Part hier und wir machen in der nächsten Folge ein paar Parallelquests. Entweder neue oder alte, keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Ich bedanke mich jedenfalls allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.